So Leute, jetzt hier eine kleine Übung, und zwar Kräfte im gemeinsamen Punkt. Wie kann ich jetzt hier, also hier gemeinsame Punkt, hier greift eine Kraft 4 Newton in diese Richtung hier und eine Kraft 5 Newton in die andere Richtung, und hier habe ich einen rechten Winkel, also 90 Grad greifen diese beiden an. Wie kann ich das jetzt hier geometrisch bzw. rechnerisch ermitteln? Also zuerst geometrisch. Ich packe mir hier diese Kraft F1, packe ich mir hier oben wieder drauf, hier F1, den 5 Newton, und jetzt kann ich hier schon, zack, mein F resultierend berechnen. Und zwar, indem ich hier mit dem Lineal hergehe und sage, okay, 4 Newtonmeter entspricht, zum Beispiel 4 Newtonmeter entspricht, was sind das hier, 15 Zentimeter. Und dann gehe ich hier hin und messe dieses Stück ab, das ich hier gezeichnet habe. Dann sage ich, okay, das sind 30 cm. Und dann kann ich hier so dreisatzmäßig machen. 4 mal 30 ist 120 durch 15 ist dann 8 Newton. Wäre das hier zum Beispiel. Ich kann das Ganze aber auch noch berechnerisch machen. Und zwar, indem ich sage, okay, ich habe hier eigentlich ein Dreieck. Von diesem Dreieck ist das die Hypotenuse, das hier die Kathete und das auch eine Kathete. Und dann kann ich den Pythagoras anwenden und sage, F resultierend im Quadrat ist hier F2 im Quadrat plus F1 im Quadrat. So, kann ich einsetzen, hier 4 Newton zum Quadrat plus 5 Newton zum Quadrat ist hier 16 Newton Quadrat plus 25 Newton Quadrat, das ergibt zusammen, wenn ich es rechne, 41 Newton Quadrat, das ist ja F resultierend im Quadrat, also brauche ich jetzt hier die Wurzel noch, dann habe ich F resultierend, ist die Wurzel von 41 Newton im Quadrat, so, und Wurzel von 41, meine Damen und Herren, was ist das? Laut Taschenrechner ist es 6,4 Newton. Also naja, hier war ich ein bisschen weit gefehlt mit meiner Schätzung. Aber ja, kann man mal machen. Also 6,4 Newton ist das hier, wenn man es richtig ausrechnet. Bei einem 90 Grad Winkel, was wir hier hatten. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich hier über einen Daumen hoch freuen von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Physik in 5 Minuten.